Guck mal hier. Ich weiß nicht, ob ich euch das genau zeigen soll. Hier, das ist der PS5-Controller. Seht ihr das? So. Wenn ich den halte, man hält den komplett so. Komplett. Mit allen Spielern. Mit allen Spielern. Mit allen Fingern. Das ist der PS4-Controller. Oh mein Gott, Digga. Ey, wisst ihr, wie befriedigend sich anfühlt, den PS4-Controller wieder zu halten? Ich sag's euch. Viel, viel besser für FIFA. Digga, der liegt so geil in der Hand. So geil. Guck mal so. Perfekt. Du hast den perfekt in der Hand. Und bei dem hier, du hast gefühlt einen halben Panzer in der Hand. Der ist unnormal schwer im Gegensatz zu dem. Und, Digga, den musst du richtig so halten mit allen Fingern und alles. Soll ich riskieren, Alter? Ein Weekend League-Spiel mit dem neuen Controller. Ich hab Angst, Digga. Wir spielen jetzt erstes Weekend League-Game mit dem Controller. Ich teste es einfach mal aus, okay? Ein wahrer Oschi, Digga, der wiegt gefühlt richtig viel. Und der wiegt die Hälfte. Warte mal, jetzt kommt der offizielle Stiftung Warentest, okay? Augenblick. Ist mir jetzt scheißegal, was ihr denkt. Aber wofür haben wir denn die gute alte Küchenwaage? So. Wir werden das Ganze jetzt wiegen. Warum steht da 17 Gramm? So. Also. Zuerst. So, die Küchenwaage muss stehen. So, jetzt steht da drauf. Okay, jetzt wiegen wir das mal. So. 0. Augenblick, wir legen drauf. Wir haben satte 215 Gramm auf diesem Servierteller. 215 Gramm der PS4-Controller. 215 Gramm. Was schätzt ihr jetzt der PS5-Controller? Ich sag PS5-Controller vom Gefühl 300 sage ich. So. Ganz genau 280. 280 Gramm. Also wir haben hier einen Unterschied von über 60 Gramm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich lege das nochmal auf den Tisch, um nachzuprüfen. 216 Gramm PS4 und PS5 282 Gramm. Das sind die genauen Werte. Also man merkt schon diesen Unterschied. Ja, aber man hat mehr Akku, mehr Vibration, das stimmt schon. So. Und jetzt starten wir mal erstes Weekend League Game mit diesem Controller rein, Leute. Ich bin gespannt, Digga. Stell mal vor, erstes Game direkt los, Alter. Ich raste aus. Ich werde professioneller Controller-Wieger. Gibt's das als Job? Habe ich noch nie jemanden ausführen sehen. So, jetzt kommt das allererste Weekend League-Spiel auf der PlayStation 5 mit diesem Controller hier, Alter. Mit diesem dicken Oschi. Mit diesem Oschi, Alter. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie wir in einer Drucksituation spielen mit diesem Controller. Also, wir haben ja gerade gemessen. Der Controller wiegt über 60 Gramm mehr oder knapp 60 Gramm mehr. Und mal gucken, wie jetzt die Weekend League damit laufen wird. Ich bin gespannt. Ich sage euch eins, wenn ich das erste Weekend League Spiel verlieren sollte, dann ist dieser Controller aber direkt am Arsch. Dann kann er mal testen, dann können wir mal testen, wie viel der aushält. Da bin ich gespannt, Digga. Man hat nicht mehr diesen Griff wie bei dem PS4-Controller. PS4-Controller liegt halt einfach angenehmer in der Hand für FIFA. Ich habe ja auch schon andere Games gezockt, ne, wie Spider-Man und so. Da lag der Controller super in der Hand. Weil da ist das auch geil mit den Vibrationen und so. Das vibriert schön, ne? Nichts nicht falsch verstehen. Das ist dann, merkt man auch bei Call of Duty an den Händen und so, dass dann der, wenn Herzschlag ist und so, dass der Controller einfach dann vibriert. Der vibriert dann. Und hier hast du den nicht so geil in der Hand, finde ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist zum größten Teil eine Umstellung. Aber ich kann das nicht genau einschätzen. Es ist schwer. Es ist schwer. Ihr müsst das selber mal austesten, wenn ihr die PS5 habt, Leute, was euch besser gefällt. Zum Glück kann ich jetzt theoretisch jetzt noch umswitchen auf die PS4, auf den PS4-Controller. Aber ich habe gehört, man kann auf der PS5 die PS5-Spiele bald nur mit dem PS5-Controller zocken. Das heißt, der PS4-Controller, den wird es nicht mehr geben. Da wird es dann bestimmt irgendwie von einer separaten Firma einen Adapter geben, damit man den PS4-Controller zocken kann. Also sowas fände ich unnötig. Aber der L1-Knopf, Digga, die sind alles so fette Oschis, Digga. Also der Controller erinnert mich echt an den Xbox One Controller. So, okay, ja. Das ist echt. Also ich finde, guck mal, ich rutsche hier auch voll ab. Ich rutsche voll ab. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe vielleicht zu viel Chips gegessen wieder vorhin mit Fettfingern. Aber ich kann es nicht genau beschreiben, woran es liegt. Ich sage euch nur meine ehrliche Meinung. Kann es sein, dass ich nach 2 Wochen sage, ey, der Controller ist der krasseste, den es gibt. Sogar, guck mal, sogar mit dem Controller rennt Ronaldo vorbei. Pelé, aber die Pelé. Ah. Es kann auch sein, dass die Server wieder absolut scheiße sind und man deshalb nicht so die Kontrolle hat. Man wird sich hoffentlich noch dran gewöhnen. Man wird sich noch dran gewöhnen. Aber jetzt erster Eindruck von mir ist,
Der ist nicht so FIFA-tauglich. Für Xbox-Spieler, die zu PlayStation wechseln, ist das vielleicht nice. Aber ich werde in der Halbzeit nochmal den PS4-Controller in die Hand nehmen. Das ist der beste Controller, den es gibt, Leute. Das ist der beste Controller. Nein, Spaß. Aber ich will jetzt mal den anderen nochmal nehmen. Ey, wenn ich den in der Hand halte, ich merke... Wisst ihr, was das Geile? Ich merke jetzt, was stört, Digga, auch unter anderem. Ich zeig's euch gleich. Es stört, dass der Controller unten so spitz ist, Digga. Der ist so spitz, damit kannst du jemanden erstechen. Aber der ist unten schön abgerundet. Der ist abgerundet. Mal gucken, ob der auf der PS5 auch geht. Scheiße. Ey. Du hast verformte Hände. Ja, kann sein für diese Leute, die eine Wolfsklaue als Hand haben und einen kleinen Pimmel. Für die ist das vielleicht geil. Ne, aber bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe kleine Hände. Es klingt jetzt falsch. Ich brauche was Kleines in der Hand. Mein Gott, ey. Und das ist ein dicker Oschi für FIFA. Um sich mit dem Controller zu gewöhnen, ist die Weekend League nicht das Beste, was man machen sollte. Das ist schon mal ein kleiner Tipp von mir. Weil wenn ihr das erste Spiel direkt Weekend League macht auf der neuen Konsole, mit dem Controller... Nein, geh doch dran. Oh mein Gott, was macht dieser Pope da? Das ist eine gute Zusammenfassung. Der Controller ist eher für Shooter und Story Games. Ich versuche jetzt mal richtig mich zu konzentrieren, als wäre das jetzt ein Spiel um Leben und... Schade. Oh, jetzt Pelé. Und tschüss. Ey, wie kann man so dumm sein? Sag mir nicht, der war im Abseits, bitte. Ey, wie kann man so dumm sein? Ich muss sagen, wenn man die Sticks bewegt, das ist noch ganz schön hart. Also, das ist ganz schön hart. Wenn ich eher den rechten Stick bewege, das ist schwer, sagen wir mal. Es ist nicht so locker wie auf dem PS4-Controller, aber mein PS4-Controller ist auch schon abgenutzt. Ihr kennt das ja selber, wenn ihr wahrscheinlich einen neuen PS4-Controller habt. Dann ist das ja so, dass die Sticke sich leichter, schwerer bewegen. Das ist eine gute Analyse hier. Also wie gesagt, Chat, das ist meine Meinung. Wenn ihr eine PS5 habt, es kann sein, dass ihr komplett anders denkt. Ihr werdet denken, boah, der passt ja wie perfekt auf meine Hände. Ich zeige euch mal jetzt, was ich meine. Guck mal hier. Der Controller hier unten, das ist so voll spitz. Seht ihr das hier? Das ist unnormal spitz. Und hier bei dem ist das perfekt abgerundet da unten, Digga. Da kannst du genauso rübergehen, Digga. Das fühlt sich an wie... Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, wie ich das da oben anfühlt, ne? So schön abgerundet ist das. Und bei dem, Digga, das ist schon so... Ja... Schwierig, schwierig, schwierig. Ach, das ist wieder was ganz anderes, wenn du den in der Hand hast. Der passt genau, guck mal hier, so schön, zack. Und bei dem hast du wirklich hier so einen Brummer in der Hand, ne? Also mir ist das vorher nicht aufgefallen bei Story Games oder bei Call of Duty. Aber bei FIFA, wenn man so richtig... sich auf den Controller auch konzentriert, ne, weil man ja auch die Tasten drückt und so. Da ist es auf jeden Fall intensiver als bei einem Story-Game. Aber Story-Game, klar, da kann der Controller, der PS4-Controller, dem Controller nicht das Wasser reichen, Chat. Sag ich euch ganz ehrlich. Was ist denn jetzt passiert, Bruder? Disconnect? Disconnect auf der PS5. Was ist hier passiert, Digga? Sag mir nicht, erstes Spiel verloren. Bitte nicht. Oh Gott. Herzinfarkt bekommen, ne? Ehrlich, ich habe gerade einfach einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Stell mal vor, Disconnect. Verdammte Scheiße, Alter. Glück gehabt, ehrlich, Glück gehabt.